Guckt mal, wo wir sind. Wir sind im Tiefkühlgang des Supermarktes. Aber seht, was da ist. Genau, Tiefkühlhimbeeren. Sie sind so süß und haben viel Vitamin C. Ich frage mich, wie die hierher gekommen sind. Wow, seht all die Himbeerbüsche an. Und all die Himbeerbüsche tragen Himbeeren. Und das ist die Farbe Himbeerrot. Und die sind lecker. Na, weil wir die zum Gefrieren ernten, wählen wir die mit voller Reife. Und eigentlich pflücken wir sie gar nicht, sondern schütteln sie mit der Erntemaschine ab. Wow, wir sind vor der Erntemaschine. Seht ihr? Und tief da drinnen sind Stäbe, die sich schütteln. Und dann fallen die richtig reifen Himbeeren in die Erntemaschine. Guckt mal! So, jetzt sind wir auf der Erntemaschine. Das ist die Maschine, die die Himbeeren vom Busch schüttelt. Seht mal, der Fahrer! Hey Leute, ich bin der Fahrer. Seht ihr, der Fahrer bedient die Erntemaschine. Und diese Dinger. Das sind Plastikarme, die sich ganz schnell hoch und runter bewegen und die Himbeeren vom Baum schütteln. Sobald die Himbeeren vom Busch geschüttelt sind, kommen sie auf dem Fließband an. Und was machst du dann? Ich gucke alle Himbeeren an und nehme die schlechten raus. Oh. So wie die hier, oder? Perfekt. Okay, die kommt hier hin und wir sagen Tschüss zu der hier. Tschüss. Da arbeitet sie und nimmt alle Schlechten raus. Wow, guckt mal ihn und seine Kiste an. Er reicht sie dem Mädchen und sie stapelt sie. Gute Teamarbeit. Jetzt, wo die Erntemaschine richtig voll ist, müssen sie neben einem Lastwagen anhalten und die ganzen Himbeeren abladen. Jetzt kommt der Lastwagen bei der Lagerhalle an und dann werden die Himbeeren mit einem Gabelstapler vom Laster gehoben. Oh, der Gabelstapler kann ganz schön viele Himbeeren tragen. Okay, die Himbeeren kamen vom Bauern und wurden mit einem Laster hierher transportiert. Und dann hat ein Gabelstapler sie vom Laster gehoben und hier entladen. Und jetzt werden all die Himbeeren in diesen Kühlraum getan. Schaut mal. Da werden sie in den Kühlraum gefahren. Ui, tschüss. Oh, hallo. So, das ist im Grunde genommen ein riesiger Kühlschrank. So werden die Himbeeren super schnell schön kalt. Schaut, er trägt schön warme Klamotten.
Wow, das sind ganz schön viele Himbeeren. So, was wir hier tun ist, die Himbeeren zu wiegen. Seht ihr? Okay, jetzt, wo sie alle gewogen sind, bringen wir sie hierher. Das ist, wo sie abgeladen werden. Wow! Und sie werden nach oben gebracht. Wow! Seht mal diese Maschinen an. Er tut die Himbeeren auf noch ein Laufband. Oh! Dann kommen die Himbeeren nach oben und diese Maschine hebt die Kisten hoch und die Himbeeren fallen aus den Kisten. Wow! Seht mal all die Himbeeren. Und die Kisten fahren wieder weg. So viele Laufbänder. Oh, das sieht lecker aus. Hallo, die Damen. Ihr macht sehr gute Arbeit. Und in diesem Raum werden all die Himbeeren tiefgefroren. Es ist so kalt hier drin. Oh, schaut sie an. Jetzt, wo alle Himbeeren gefroren sind, müssen wir sie in die Boxen packen. Alles perfekt ausgewogen. Guckt mal! Schaut euch all die Boxen mit Himbeeren an. Wow! So, die Himbeeren sind fertig in Boxen abgepackt. Und jetzt werden sie auf einen Sattelzug geladen. Und dann liefert der Sattelzug sie zum Supermarkt. Oh, das ist also, wie die Tiefkühlhimbeeren den ganzen Weg in den Supermarkt gekommen sind. Sie wuchsen auf Büschen, richtig groß und rot. Und dann ist die Erntemaschine die Reihe von Büschen entlang gefahren und hat sie alle abgeschüttelt. Und dann wurden sie neu verpackt in Plastiktüten. Und dann sind sie hier angekommen. Hey, ich glaube, wir sollten zusammen einen Himbeersmoothie machen. Wow! Alles klar, jetzt ist es Zeit, einen Himbeersmoothie zu machen. Und ein Himbeersandwich. Lecker! In Ordnung, komm, wir machen das Sandwich zuerst. Alles klar. Wow. Bevor man Essen anfasst, muss man sich die Hände waschen. Komm, wir waschen unsere Hände. Alles klar, los geht's. Macht eure Hände schön feucht. Okay. Jetzt, wo ihr die Seife auf den Händen habt, schrubbt ihr. Aber ich sag euch genau, wie lange, okay? Ihr müsst sagen, blippi, blippi, blippi. Und dann schrubbt ihr immer schneller, bis ihr die Hände nicht mehr sehen könnt. Ja? Blippi, 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 blippi. Blippi, 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 blippi. In Ordnung. Jetzt spült ihr die Seife von den Händen. Alles klar? Trocknet eure Hände. Ich freue mich so auf das Essen, was wir zusammen machen werden. Alles klar? Los geht's. Nehmen wir etwas Brot für unser Sandwich.
Oh, der Kanten. Lecker. Das heb ich aber für jemand anders auf. Alles klar. Los geht's. Eine Scheibe Brot, zwei Scheiben Brot. Alles klar. Los geht's. Fangen wir mit Erdnussbutter an. Lecker. Eine große Portion. Ich liebe Erdnussbutter. Okay. Jetzt verstreichen wir sie. Ja, genau. Guckt mal. Lecker. Okay. Und auf die andere Seite tun wir etwas Himbeermarmelade. Dieses Sandwich wird so lecker. Alles klar. Nehmt eine große Portion Himbeermarmelade. Gleich hier hin. Alles klar. Verstreichen wir sie. Lecker. Oh, lecker. In Ordnung. Legt es ab. Packt den Deckel wieder drauf. Alles klar? Los geht's. Halbieren wir es. Alles klar? Und jetzt schneiden wir es in Viertel. Lecker. Seht mal. Oh. Alles klar? Legen wir es auf den Teller. In Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Oh, lecker. Alles klar. Wisst ihr, welches Getränk super zu dem Himbeersandwich passen würde? Ja, ein Himbeersmoothie. Okay, ich bringe euch bei, wie man den macht. Als erstes brauchen wir Milch. Okay. So. Ich habe Mandelmilch und Kuhmilch. So. Wir schütten ein bisschen Mandelmilch hier rein. Perfekt. Das sieht toll aus. Und jetzt ein bisschen Kuhmilch hier rein. Okay, perfekt. Ich habe ein bisschen verschüttet, seht ihr? Das ist okay. Wir wischen es später auf. Ja? Komm, wir nehmen eine Banane. Lass uns die Banane halbieren, weil das ganz schön viel Banane ist. Ich will mehr Himbeeren als Banane. Aber ich mag Banane trotzdem. Hüpf weg! Alles klar. Aber halt, was fehlt uns noch? Genau, Himbeeren. Okay, ich muss sie aus dem Eisfach holen. Ja, Tiefkühl-Himbeeren. Ich verwende Tiefkühl-Himbeeren, weil sie richtig gut hier drin sind. Weil sie den Smoothie schön kalt machen, wie kleine Eiswürfel. Alles klar? Wie öffne ich das? Hier, so. In Ordnung. Die richtige Menge ist eine Handvoll. Nein, es sind zwei Handvoll. Hier, na bitte. Alles klar. Und noch ein bisschen Mandelmilch. Perfekt. Alles klar. Tun wir den Deckel drauf. Etwas schütteln. Jetzt pürieren wir es. Wow. Oh, lecker. Das sieht lecker aus. Ich hol ein Glas. Okay. Lecker. In Ordnung. Lass uns den Smoothie einschenken. Lecker. Alles klar. Jetzt ist es Zeit für das Himbeerlied.
Waffeln und im Joghurt drin. Himbeeren, ich mag sie wirklich sehr. Ich kann nicht genug kriegen. Mach sie zu Marmeladesaft und auch Torte. Himbeeren, Himbeeren. Eine kalte Beere auf deinem Eis. Himbeeren. Und sie sind voll mit Vitamin C. Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. H-I-M-B-E-E-R-E-N. Schon Himbeeren schreiben? Okay, jetzt geht's los. H-I-M-B-E-E-R-E-N. Geschafft! Gut gemacht! Kommt alle zusammen, kommt, singt mit mir! Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Das Essen ist so lecker. Na, ich hatte wirklich total Spaß dabei, mit euch zu lernen, wie Himbeeren vom Bauern in unseren Bauch kommen. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Ihr kennt meinen Namen, oder? Genau, es ist Blippi. Komm, wir buchstabieren ihn zusammen. Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Jetzt wisst ihr, wie man meinen Namen sagt und schreibt. Bis bald! Tschüss! Ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Fantastic Playtorium im Elderwood Einkaufszentrum in Linwood, Washington. Los geht's! Viel Spaß! Viel Spaß! Hey! Okay, bevor ich spielen kann, muss ich meine Schuhe ausziehen. Einen Schuh. Hey, schaut mal meine Schuhe an. Zwei Schuhe. Eins, zwei. Alles klar, los geht's. Hey, High Five. Okay, kommt mit. Was ist das da drüben? Boah, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Sie rutschen die Rutsche runter. Boah, gut gemacht. Ohoho. Okay, du bist dran. Du kannst rutschen. Oh. Alles klar, ich bin dran. Oh. Ohoho. Es gibt hier so viele tolle Sachen zu sehen und zu tun. Oh. Wow, was ist das? Wow, man kann da durchgucken. Oh. Hey, sehen? Das ist einer unserer fünf Sinne. Seht ihr meine Augen? Genau, schaut mal. Oh. Kann ich das auch? Oh, klar kannst du das. Was siehst du? Man tut es auf seine Augen. Oh, klasse. Schaut euch die an. Guckt mal, ich setze diese Brille auf mein Gesicht. Schaut mir zu. Kann ich auch mal ausprobieren? Klar. Seht ihr, Brillen helfen manchen Menschen zu sehen. Okay. Es ist lustig. Wow, kommt, wir spielen mehr, damit wir noch mehr über die fünf Sinne lernen können. Thank you.
Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade diese Bälle aus der orangenen und blauen Kanone geschossen. Oh, schaut mal. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke. Schaut, Luft wird von unten nach oben gedrückt und lässt diese Bälle in der Luft schweben. Das ist klasse! Oh, was ist das? Schaut, es ist eine orangene Socke. Socken stinken manchmal. Und manchmal riechen sie gut. Wenn sie frisch gewaschen sind natürlich. Kommt, wir riechen die Socke. Oh, Jemand muss die Socke gerade getragen haben. Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir Raumspray verwenden. Dann riecht sie gut. Ah, so frisch. Ich liebe den Geruchssinn, weil man so den Tag genießen kann. Sogar mit geschlossenen Augen. Was rieche ich da? Oh, ich rieche eine Blume. Und was rieche ich jetzt? Genau, ich rieche leckeres Essen. Alles klar, kommt, wir spielen noch mehr. Diese Kugel war klasse. Oh hey, schaut mal da. Es ist leckerer Saft. Lecker. Ich liebe Saft. Und schaut mal. Hier ist Obst. Öffnen wir es mal. Alles klar. Super lecker. Hey, habt ihr euch jemals gefragt, warum Essen manchmal so gut und manchmal so schlecht schmeckt? Das ist, weil wir einen Mund haben, mit dem man Dinge schmecken kann. Das ist einer unserer fünf Sinne. Ich liebe leckere Sachen. So wie Saft und gesundes Obst. In Ordnung. Kommt, wir spielen mehr. Los geht's! Mit. Oh, alles klar. Ich muss balancieren. Oh, ich halte mich hier fest, sodass ich mein Gleichgewicht gut halten kann. Was sind die da? Oh, ein süßes kleines Kuscheltier. Oh, es ist so weich. Hey, wenn ich dieses Tier berühre, verwende ich einen meiner fünf Sinne. Genau, den Tastsinn. Wenn man etwas anfasst... so weich. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, aber sie haben meine zwei Lieblingsfarben. Wir haben einen orangenen Ball und einen blauen Ball. Die fühlen sich komisch auf meinem Gesicht an. Alles klar, kommt, wir gehen wieder spielen. Oh, was ist das? Schaut mal, es ist blauer Schleim. Oh, guckt mal. Fühlt sich so glitschig an, wenn ich ihn mit meinen Händen berühre. Genau,
Erinnert ihr euch? Der Tastsinn ist einer eurer fünf Sinne. Man kann seine Hände verwenden, um Dinge zu ertasten und zu erfühlen. Genau wie diesen Schleim. Seht ihr, wie meine Hände durch den Schleim gehen? Es fühlt sich so komisch an. Okay, das reicht jetzt. Alles klar. Jetzt können wir weiterspielen gehen. Alles klar, kommt mit. Oh, schaut euch das an. Kommt her. Es ist ein pinker Ball mit Spitzen. Oh, habt ihr das gehört? Er macht Geräusche. Oh, apropos. Schaut mal. Ich habe drei Dinge. Und hey, wenn man Geräusche hört, hört man sie mit den Ohren. Genau. Und das ist einer unserer Sinne. Dinge hören können. So wie das hier. Genau. Ich habe diese Klingel gehört. Und eine Pfeife. Hört mal. Oh, und ein Musikinstrument. Hört mal zu. Alles klar, na mal sehen. Welches Lied soll ich spielen? Ich weiß, das Baggerlied. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger. Ich hab nen großen Arm, der bewegt sich schnell. Fang ich an zu graben, bin ich fertig im Nu. Ein Dreckausgräber, ich bin ein Schaufelbagger. Schaufel, schaufel jeden Tag, grabe Löcher und frag mich, was ich wohl find. Ein Erderkunder, ich bin ein Schaufelbagger. Könnt ihr nicht sehen, ich hab keine Zehen. Ich roll auf Ketten, so komm ich zum Ziel. Ich bin ein Schaufelbagger. Zu spielen. Ich bring's euch bei. Ihr müsst nur so euren Arm hochheben, so wie der Arm des Baggers, und anfangen zu schaufeln. Das macht Spaß. Ich hab ne Fahrerkabine, wo der Fahrer sitzt. Der steuert den Bagger, wenn er schaufelt und gräbt. Ein Löchergraber, ich bin ein Schaufelbagger. Ich arbeite den ganzen Tag. Schläfst du denn nie? Keine Zeit für Schlaf. Ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger, Schaufelbagger. Ich liebe es, Dinge hören zu können. Na gut, lasst uns spielen gehen. Und mehr Sachen hören, während wir spielen. Na los! Kannst du das?
da draufklettern? Wow, gut gemacht! Wow, wow, was ist das? Guckt mal, wow! Ein Ball mit Stacheln! Oh, oh. Seht ihr diesen Ball? Er ist richtig groß und hat Stacheln. Wir schauen die Farben an. Das ist grün und gelb. Pass auf! Oh, guckt mal, ein Drehding! Alles klar. Willst du drauf sitzen? In Ordnung. Los geht's. Oh, ui. Ja, gut gemacht. Okay, jetzt sitzt mal so. Setz dich so hin und halt dich fest. Festhalten. Oh, ui. Oh. Alles klar. Na bitte. Oh wow, schaut mal! Willst du da drauf? Oh, oh, oi. Wow, okay, ich gehe hier lang zurück. Ich bin beim Höchsten. Wisst ihr, welche Farbe das ist? Genau, das ist gelb. Kommt mit! Passt hier auf! Wo gehen wir hin? Zeigt mir den Weg. Na los. Oh, oh, es ist ein Trampolin. Alles klar, springen wir auf dem Trampolin. Oh, schaut mal, wie ich springe auf dem Trampolin. Oh, das macht so viel Spaß. Na los. Kommt mit mir. Was ist das? Es ist ein Affe? Okay, okay, kommt mit. Okay, alles klar. Rutschen wir die Rutsche runter. Tschüss. Okay, ich bin dran. Es hat so viel Spaß gemacht, über unsere fünf Sinne zu lernen. Geschmack, Geruch, Sehen, Hören und Fühlen. Na, vielen Dank an das Fantastic Playtorium, wo der Spaß für Kinder nie aufhört, die dieses Video möglich gemacht haben. Und das ist das Ende des Videos. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Tschüss! Wissen ist der Hit.